Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. So, dann schauen wir mal, was wir heute erleben mit Emil. Ja, auf jeden Fall irgendwas. Ein Hündchen. Hinterhang Mallet. Okay, der Hund will Wasser. Ah, ja. Das Rad. Runter nur! So. Was ist im Wursthaus? Wasser und Feuer gibt Würstchen. Anscheinend. Müssen wir uns erstmal umgucken. Auf jeden Fall brauchen wir sowas bestimmt. Was liegt da unten eigentlich schon wieder? Ah, der Schwiegersohn. Mein lieber Vater, wir leben in ständiger Ungewissheit. Die Deutschen benutzen die Bewohner von Samiel als lebende Schilde gegen die französische Artillerie. Ach so, Scheiße. Ich hoffe, die Deutschen behandeln dich gut und deine Wunde verheilt langsam. Ich lege ein Foto von Victor bei und küsse dich innig von ihm. Alles Liebe. Bitte melde dich bald. Verdammt! Adieu, Karl. Ah, so. Ich will das nicht weiter schieben. Merk was ran! Mit dem Kohl! Schlapp her! So, Feuer. Feuer. Nee, das kann es doch nicht sein. Der schnallt immer wieder zurück. Gibt es da noch irgendwas? Was ist denn das eigentlich? Das ist zum Aufdrehen noch wieder. Aha. Wasser? Ach, Blödsinn, was ich mache. Da oben steht ja Wasser als erstes. So. Dann brauchen wir Feuer. Wieso hält denn das nicht? Ah, doch, jetzt. Und jetzt darf man Wurst ziehen. So, jetzt fahren wir den ganzen Mist raus. Vorher drücken wir die Tab-Taste. Schauen wir mal, was sie uns wieder an Informationen geben. 6 Millionen Kriegsgefangene. In den Jahren 14 bis 18 wurden von den Kriegsparteien mehr als 6 Millionen Kriegsgefangene gemacht. Allein das Deutsche Reich hielt 2,5 Millionen Soldaten gefangen. Boah, das sind da. Trotz des Haager Abkommens von 1907 und der Anstrengung des Internationalen Roten Kreuzes waren die Haftbedingungen meist hart, insbesondere für die einfachen Soldaten, die zur Zwangsarbeit genötigt wurden. Mehrere hunderttausend kehrten aus der Gefangenschaft nicht zurück. 2,5 Millionen Soldaten. Das ist ja der Wahnsinn, schon allein Unterkunft und Verpflegung. Alles. Briefe und Päckchen. Die Feldpost war die einzige Verbindung des Soldaten an der Front zu seinen Verwandten in der Heimat.
da Funk und Telefon nur für militärische Zwecke benutzt wurden. Die Beförderung solch gewaltiger Postmengen stellte eine große logistische Herausforderung dar und mehr als 8000 Soldaten waren auf deutscher Seite abgestellt, die im Laufe des Krieges insgesamt mehr als 28 Milliarden Sendungen zu befördern. Während sogenannter Postsperren durften die Soldaten ihre Briefe nur unverschlossen verschicken. Diese wurden dann von den Vorgesetzten gelesen und gegebenenfalls zensiert. Ja klar, also da war es ja noch so, da haben die halt bei den Postsperren, beziehungsweise wenn diese verhangen worden sind, ist es halt von der irgendeinen Angriff gewesen oder Vorbereitung auf einen Angriff und holt es halt, dass irgendwelche Internas nach draußen sickern. Die Schlacht von Neuve-Chapelle. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Bombenregen, der am 10. März 1915 mit der deutschen Stellung niederging. An diesem Tag kam zum ersten Mal die Taktik der Feuerwalze zum Einsatz. Dabei konzentrierten alle Geschütze ihr Feuer gleichzeitig auf ein einziges Ziel und verlagerten es dann nach einem genau ausgearbeiteten Zeitplan um einige Meter, während die Infanteriebeschütze Artillerie vorrückte. 530 Kanonen verschossen an diesem Tag mehr als 216.000 Granaten. Das heißt, jede Waffe feuerte alle 2 Minuten einmal. Boah. Die Gabel-Rifles. Großbritannien und Frankreich standen an der Spitze eines gewaltigen Kolonialreiches, das sie an den Kriegslasten maßgeblich beteiligten. Die Inder dienten der britischen Krone im Mittleren Osten, aber auch an der europäischen Westfront. Sie leisten während des Krieges einen nicht zu vernachlässigen Beitrag und eine ganze Reihe Siege der Entente. Gehen auf ihren Mut und ihren Kampfgeist zurück. Noch heute würdigt ein Denkmal in Neuve-Chapelle ihre Opfer. Der Schlamm. Das Leben in den Schützengräben gestaltete sich schwierig. Die Soldaten waren Kälte, Regen und Schlamm ausgesetzt. Schmutziges Trinkwasser sorgte für die Ausbreitung ansteckender Krankheiten wie der Ruhr. Auch die Tiefe des Schlamms konnte gefährlich werden. Es kam vor, dass Soldaten in Bombenkratern oder Laufgräben ertranken. Ach du Scheiße. Kann man nur froh sein, dass wir in der jetzigen Zeit leben und nicht den Mist da miterleben mussten. Sprengladung. Aufgrund der starken Befestigung der Schützengräben griff man auf die Seite der Entente auf die altbekannte Taktik des Unterminierens zurück. Mineure gruben Stollen bis unter feindliche Gräben und deponierten dort große Mengen Sprengstoff, um so eine Lücke in die feindliche Linie zu reißen. Die Engländer verwendeten dazu Kordit, einen hochexplosiven Sprengstoff, der mit Hilfe eines Zünders aus der Entfernung zur Explosion gebracht worden ist. Gebracht wurde. Bilderrahmen. Ah, das sind diese Objekte, die man einsammeln kann. Auch wenn die Fotografie nicht weit verbreitet war, hatten viele Soldaten Fotos mitgenommen, bevor sie in den Krieg zogen. Professionelle Abzüge wurden auf Fotopapier entwickelt und auf einen festen Untergrund geklebt, damit sie nicht rissen. Einige Fotos wurden direkt als Postkarte gedruckt, besonders wenn sie als Gruppenfoto gedacht waren. Aha. Da waren die damals schon so weit. Weil Fotografie, wie lange gab es denn das damals schon? Das war ja noch mit, die hatten ja noch mit Bildplatten, glaube ich, gearbeitet zu dem Zeitpunkt, oder? Und Film gab es in dem Sinne noch nicht, oder? Müsste mal nachgucken. Gut. Und das Game schließen. So, dann schaffen wir jetzt die Wurstbrühe raus. Na, hey, nicht da. In die andere Richtung soll schieben. Na? Und das Wunderle freut sich. Oh. Ich glaube, wir haben gleich ein kleines Problem. Und jetzt? Das Hundele hilft uns. Ja, wir übernehmen mit linker Taste. Wir nehmen jetzt dieses Hundchen. Merci. Fuck!
So, jetzt kommen wir wieder raus. So. Das war wahrscheinlich dieser Angriff, soll es jetzt sein, was Sie da vorhin gesprochen haben. Schwandernüchtlingster Blunderklump. Ein Zeppelin ist der Fahrt. Ja, was für eine Flasche mit, wer weiß, für was wir die brauchen. Also da fehlt doch, das ist doch bestimmt wieder so ein Ding, wie wir vorhin in der Küche hatten, wo wir was drehen konnten. Da fehlt doch bestimmt so eine Stange da, wo man das bewegen kann. Da oben ist was. Wenn ich da bestimmt die Flasche hochhau und das Ding treffe. Na, ich komme mit der Steuerung mal so zurecht. Ah, so, jetzt müssen wir. Hallo Hund? Kannst du das bringen? Ach, da kann man den Charakteren hin und her schalten, also mit der Alt-Taste. Okay. Ja, aber wie sag ich dem, der soll das jetzt... Ach so. Ich konnte es so wegnehmen. So. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Also ich finde schon, mal zwischendurch mal, wenn er was dazu sagen zum Spielen, schon sehr liebevoll gezeichnet und so, und auch die Hintergrundinformationen zu dem ganzen, ja, zu der ganzen großen Katastrophe. Also das finde ich schon recht interessant gemacht. Und vom Spielerischen ist es eigentlich relativ einfach gehalten, auch von einzelnen Rätseln und so. Aber das finde ich nicht mal so schlecht, weil dann ist halt dann doch mehr der Schwerpunkt auf der Information, die sie halt noch zusätzlich transportieren. Also da ist ein Bombendings da. Wo macht man das? Hey, bleib doch da. Gehabt. Das soll eine Kanone sein. Was haben die denn da verschossen für Riesengranaten? Sind wir in einem Block? Können wir da was machen? Hundchen, ich glaube, das ist da ein Turn. Muss er hin? Ah, der wird da unten raus. Ach, der ist schon da unten. Da noch hin? Nee. Gut. Ja, hallo Hundchen. Ach, da bist du. Die müssen wir immer rufen anscheinend, hä? Runter und D und so. Na, wo kommst du jetzt her? Bist du vor mir gelandet? Ah. Ist natürlich nichts. Da kommen wir aber nicht hin. Vielleicht kann man das Hundchen durch das Loch schicken. Hundi, wo bist du? Geht nicht anscheinend. Hm.
gerechnet. Was war das? Sieger des Violent Stories Wettbewerb. Senkelspanner von Corbin Lucen, vom Hotel Urgroßvater von Benoit. Aus einem geschmolzenen Gehäuse sind die als Elektriker in einer Scheinwerferdivision, deren Aufgabe es war, feindliche Positionen zu beleuchten. Vielen Dank und Glückwunsch an unsere Gewinner, Bruno. Keine Ahnung, für was man das sowas gebrauchen kann. Ja, da ist was. Da ist eine Leiter, aber wie komme ich da hoch? Gibt's irgendwas zum Werfen? Da oben vielleicht was rumgelegen und dann könnte ich mir nämlich dieses Ding da holen. Dieses Kreuz, was da hinten versteckt ist. Mal gucken. Ja, da bin ich ja runtergefallen von da oben. Schauen wir mal ein bisschen weiter, vielleicht finden wir noch irgendwas unterwegs. Das ist ein Knochen. Knochen können wir werfen. Kruzifix. Der Großteil der Soldaten klauten trug religiöse Symbole bei sich. Die Kriegsministerin musste sich auf diverse Religionen, Konfessionen einstellen und an der Front wurden verschiedene Gottesdienste abgehalten. Priester, Vikare und Rabbiner boten den Soldaten Beistand und Barmherzigkeit. Die muslimischen Soldaten aus den Kolonien wurden aus praktischen Gründen in separate Bataillone eingeteilt und auch ihr Glauben fand Berücksichtigung. Ihre Lebensmittel waren halal und es gab muslimische Beerdigung. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie koscher. Ich habe mich mal grob ins Windows abgeschossen gehabt. Ja, Entschuldigung, wenn es irgendwie so abrupt unterbrochen worden ist. Ich bin versehentlich auf die Windows-Taste gekommen und dann war ich im Betriebssystem. So, jetzt geht's aber weiter. Escape, genau, das wollten wir. So, dann gehen wir wieder weiter. Und der soll mal den Knochen behalten. Vielleicht brauche ich den Platz für eine andere Sache. So, der nimmt ihn nicht mit. Dann gib ihn mir. Braver. Komm her, Hundi. Kann man das werfen? Jo, war eine gute Idee. Die Musik ist eigentlich ganz gut gemacht. Das sind wieder solche Bomben. Drüben liegt irgendwas, kann es sein? Ich
möchte ja jetzt ungern graben und so. Alles klar. Kompass. Die Soldaten benutzen einen Kompass, um sich im offenen Gelände zurechtzufinden. Sie wurden gemeinsam mit der Detailkarte eingesetzt. Die Orientierung war den Offizieren und Unteroffizieren vorbehalten, die den Soldaten die Marschrichtung vorgaben. Mhm, gut. In dem Fall die Marschkompasszahl vorgaben. So. So, weiter geht's. Oh. Ach, kein Blödsinn, bleib doch hier. Oh. Oh nee. Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Ihr nächstes Ziel, die Rückeroberung von Port Arthur. So, der Amerikaner von der französischen Fremdenlegion. Müssen wir wieder rennen. Scheint so. Dass wir im Schlamm hier rumrennen, das ist vielleicht nicht so witzig. Das Estrad. Hallo? Hat er irgendwo eine Schere gehabt? Ist da vielleicht eine Schere gewesen? Mal gucken. Ich sehe aber nichts. Also, dann geht's los. Mal, gibt's ja nicht. Kann doch nicht da ohne Schere da. Ah, falsche Taste. Ich habe die ganze Zeit D gedrückt. Ja, nur mal falsche Taste. So, Estrad ist da vorne. So, jetzt erstmal verstecken. So, weiter geht's. Komm, 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 komm. Komm, lad nach. Ah, das war dieses Ding, was sie erzählt haben, dass sie halt Mineure eingesetzt haben und dann halt die feindlichen Stellungen gesprengt haben. Wie drei Stück da oben? Ja. Ach so, werfen, ne? Hallo? Zwei, drei, zwei. Ja, wer lesen kann, ist kein Vorteil. So, jetzt nochmal. So, dann fahren wir dich mal ein Stückchen. Was willst du jetzt? Ein Dreier haben? Ja, ist ja gut.
Pick den jetzt auf. Wolltest du auch ein Dreier oder nicht? Oder ein Zweier? Du weißt auch nicht, was du willst, oder? Hä? Ach, das war ein Vierer, was ich denn als allererstes hochgeschmissen habe. Das ist der Dreier. So, jetzt aber dann ein Zweier zum Schluss noch. Wenn wir dich darüber gefahren haben. Na komm. Ja, ist er gut. Da geht's nicht. So. Ja, jetzt geh aber da weg. Es wird nämlich gleich ein wenig laut hier. Muss man noch seinen Einzelnen mitnehmen? Ich nehme mal die beiden mit. So. Müssen wir jetzt hier weiter oder müssen wir wieder ans Tageslicht? Ich glaube, wir müssen uns. Da geht's weiter. Das ist eine Rampe. Würstchen. Ah, das Hundle. Oh je. Schnell hoch. Ah, wir haben unserem Freund geholfen. Ach schön. Na klar, machen wir das. Merci, mon ami. Du Regner. Carl Louis von Dorf. Yeah, komm. Ah, die werden jetzt den Schwiegersohn holen, ne? Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. So. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen.